Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner Technik-Ecke. Ich möchte euch heute das neue Outdoor-Flaggschiff von Gigaset zeigen, nämlich das Modell GX6. GX bezeichnet bei Gigaset wie gesagt die Outdoor-Smartphone-Reihe und das Modell 6 ist neben dem etwas neuer erschienenen 6 Pro von der Ausstattung her so ziemlich das Sahnehäubchen, was Gigaset zumindest im Outdoor-Bereich im Moment zu bieten hat. Das Telefon ist komplett made in Germany, wobei ja komplett eigentlich nur aus der Endfertigung im Endeffekt besteht. Die Fertigung der Chips und sowas, die findet natürlich nach wie vor in den bzw. bei den altbekannten Verdächtigen in Fernost statt. Immerhin hat man die Fertigung hier nach Deutschland geholt, also die Endmontage sozusagen. Ja, und so sieht das Gerät aus, wenn ihr das aus der Verpackung holt. Großes 6,6 Zoll Full HD Plus Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Das lässt sich natürlich in den Einstellungen auch auf die standardmäßigen 60 Hertz runterregulieren, was dann auf jeden Fall ein bisschen akkuschonender sein dürfte. Das Glas hier vorne ist Corning Gorilla Glas, sollte also einigermaßen kratzfest sein, aber eine Schutzfolie, eine zusätzliche, wird leider von Werk aus nicht mitgeliefert. Was auch leider nicht mitgeliefert wird, wir schauen nochmal eben hier in die Packungsinhalte rein, ist ein Schnellladegerät. Also ich hätte eigentlich zumindest in dieser Preisklasse erwartet, dass man das dazulegt. Dafür haben wir hier ja ein relativ unaussagekräftiges, vielsprachiges Benutzerhandbuch für die ersten Schritte und die Erklärung der Bestandteile am Gerät. Außerdem ja zum Aufladen wenigstens ein USB-A auf USB-C Kabel, auch nicht von der ganz kurzen Sorte und wirkt auch ziemlich stabil. Schade, dass man hier keinen Ladeadapter diesmal beigelegt hat. Bei den anderen auch sogar viel günstigeren Gigaset-Modellen der Vergangenheit war das eigentlich immer der Fall. Dafür haben wir hier in dem Fall des GX Outdoor Smartphones noch eine solche schicke karierte Trageschlaufe. Die können wir am Smartphone gleich befestigen. Das zeige ich euch, ansonsten ist der Karton leer. Und ja, wir können uns mal das Gerät selber anschauen. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um ein Outdoor-Smartphone nach IP68 Standard, also zumindest spritzwasser- und staubgeschützt und außerdem auch nach dem Militärstandard. Achtung, MIL STD 810H. Dazu blende ich euch nochmal eben ein paar Details ein. Ja, und das ganze Telefon, das habe ich schon fertig montiert. Fertig montiert, fragt ihr euch vielleicht, wer muss ein Smartphone montieren? Ja, bei Gigaset muss man tatsächlich noch ein bisschen was zusammenbauen. Ich habe das Teil natürlich schon in Betrieb genommen, deswegen habe ich das schon getan. Aber ich baue das nochmal eben für euch auseinander. Denn der 5000 mAh Akku, den wir hier drin haben und der übrigens mit 30 Watt schnell geladen werden kann, der ist, ihr vermutet es schon, wenn ich hier hinten so dran rumziehe, austauschbar. Das ist ein Merkmal, was eigentlich fast alle oder alle mir bekannten Gigaset-Smartphones mitbringen. Und das ist ja für die Langlebigkeit, wenn man mal über mehrere Jahre denkt, die man so ein Telefon vielleicht verwenden möchte, ist das eigentlich nicht schlecht. Hat man ja auch bei den anderen, selbst Premium-Herstellern, heutzutage nicht mehr diese Möglichkeit. Hier hinten seht ihr dann den großen 5000 mAh Akku drin, auf dem übrigens auch direkt hier die Vorrichtung für das kabellose Laden und die Kommunikation für NFC, also Bezahlen im Supermarkt und so weiter, drauf angeklebt ist. Solltet ihr vorsichtig sein, dass ihr beim Rumhantieren mit dem Akku hier nicht dieses Flachbandkabel irgendwie beschädigt. Naja, den kann man auf jeden Fall... Achso, jetzt war das Telefon eingeschaltet. War es, im wahrsten Sinne des Wortes. Hätte ich eigentlich erst runterfahren sollen. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall den Akku rausnehmen. Der sieht folgendermaßen aus und bringt, wie gesagt, eine typische Kapazität. Hier seht ihr es nochmal, von 5000 mAh mit, was ziemlich ordentlich ist. Und dann natürlich auch zusätzlich mit der Tatsache, dass wir den Akku überhaupt wechseln können, zu einer ziemlichen Dicke, zu einer ziemlichen Stärke des Telefons hier führt und auch zu einem ziemlichen Gewicht. Das Teil wiegt komplett zusammenmontiert hier 278 Gramm. Das ist auf jeden Fall meine Ansage. Und ich glaube, ihr könnt es auch schon hier sehen, wenn ich das mal so rumdrehe. Das ist von der etwas dickeren Sorte. Ich habe euch das auch nochmal abgemessen und eingeblendet. Also wer wie ich bisher ein Smartphone im Bereich der 8 mm Stärke wie ein Redmi Note 10 zum Beispiel gewohnt war, das ist das, was ich bisher im Alltag verwende, der wird hier schon ja von der Wuchtigkeit, von der Klobigkeit ein bisschen überwältigt sein vielleicht. Aber gut, dafür ist es auch ein bisschen robuster als das Standard filigrane gebaute Smartphone. Ich würde sagen, wir fahren das jetzt mal wieder hoch, da ich den Akku ja wieder eingelegt hatte. Dann könnt ihr den schönen Gigaset Startbildschirm begutachten und ich kann euch vielleicht noch was über die technischen Daten in der Zwischenzeit erzählen. Da drin befindet sich ein 8-Kern-Prozessor, ein MediaTek Dimensity 900. Der wird unterstützt von 6 GB RAM, Arbeitsspeicher und als Festspeicher kommen 128 GB zum Einsatz. Die können mit einer Micro-SD-Karte erweitert werden
um bis zu 1 Terabyte tatsächlich. Fingerabdrucksensor haben wir natürlich drin, aber die erste Entsperrung hier mit PIN. Dann seht ihr das erste Hochfahren, was auch ja, relativ akzeptabel schnell geht. Ich habe jetzt hier auch zugegebenermaßen noch nicht viel drauf installiert, außer die Benchmarks und Spiele, die ich euch natürlich der Leistung halber zeigen möchte. Wobei die Zielgruppe so eines Outdoor-Telefons wahrscheinlich nicht die ist, die jetzt solche 3D-Spiele unbedingt spielt. Trotzdem blende ich euch mal eben die Ergebnisse und Vergleichswerte hier ein. Ansonsten haben wir hier drin ja fürs Jahr 2023 eigentlich Standardausstattung, möchte ich sagen. Wir haben Dualband-WLAN bis in den AX-Standard, Bluetooth 5.2, neueste Ausführung, NFC, wie gesagt, zum Beispiel zum kontaktlosen Bezahlen im Supermarkt. Und wir haben natürlich hinten drin auch, das habe ich gerade ganz vergessen zu erwähnen, beim Akkutausch die Möglichkeit, 2 SIM-Karten einzulegen und wie gesagt die Micro-SD-Karte bis zu einer beeindruckenden Größe von 1 Terabyte. Softwaremäßig kommt hier drauf, ihr habt es schon gesehen, wenn ihr euch damit auskennt, ein standardmäßiges Android 12 zum Einsatz. Das ist völlig unverändert in der Stock-Variante. Bloatware oder irgendwelche ungewollten Apps haben wir hier drauf auch nicht vorinstalliert. Das ist erfreulich. Und wir bekommen von Gigaset ab Markteinführung, welche Ende 2022 war, glaube ich, einen garantierten Update-Zeitraum von 5 Jahren, mit dem das Gerät zumindest mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Deswegen denke ich, kann man damit eine Weile arbeiten. Außerdem haben wir als weitere Ausstattung den Fingerabdrucksensor, welcher hier in die Power-Taste integriert ist. Dieser funktioniert auch in 90% der Fälle gut, wie ihr hier sehen könnt. Einzig, was mich daran ein bisschen stört, dass man den nicht so einstellen kann, dass er erst beim Durchdrücken der Taste den Fingerabdruck scannt. Der macht das also wirklich immer bei Berührung. Das kann zum Beispiel, ja, wenn man das Handy in der Tasche irgendwie nervös umklammert mit der Hand, dazu führen, dass man es ungewollt entsperrt. Bei der Redmi-Serie von Xiaomi mit angepasstem Android, muss man zugegebenermaßen sagen, da hat man immer die Möglichkeit, den Fingerabdruck-Button so einzustellen, dass er wirklich den Finger erst scannt, wenn man den Button durchdrückt. Das ist mir persönlich lieber, lässt sich hier leider nicht einstellen im Stock Android, aber gut. Denke, daran kann man sich vielleicht gewöhnen. Auf der anderen Seite haben wir übrigens noch eine Funktionstaste, wie das eigentlich bei allen Outdoor-Smartphones, egal von welchem Hersteller der Fall ist. Die können wir in den Einstellungen, ich zeige euch das gerade mal hier live, in den Android-Einstellungen können wir die irgendwo auch belegen. Muss ich mal eben schauen, hier genau, die Funktionstaste heißt die nämlich. Und zwar können wir die gleich dreimal belegen für einen Einzelklick, einen Doppelklick oder das gedrückt halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Einzelklick die Taschenlampe einschalten möchte, dann kann ich das hier auswählen. Außerdem kann ich natürlich auch jede beliebige App damit starten, wenn mir das lieber ist. Zum Beispiel mit einem Doppelklick starte ich jetzt ganz einfach mal die YouTube-App, gehe zurück und wenn wir jetzt mal hier einmal drücken, dann sollte ganz genau unsere LED-Taschenlampe hier auf der Rückseite angehen. Wenn ich den Button zweimal drücke, schalten wir erstmal die Taschenlampe wieder aus. Jetzt drücke ich ihn zweimal, dann sollte wunderbar YouTube geöffnet werden. Was das Display des GX6 laut Gigaset auch auszeichnet, ist, dass es sowohl mit Handschuhen als auch im nassen Zustand, also zum Beispiel bei Regeneinwirkung, perfekt bedient werden kann. Insbesondere bei Handschuhen kennt man das ja, wenn man sich nicht gerade spezielle Smartphone-Handschuhe zugelegt hat, dass das zum Beispiel im Winter ziemlich nervig sein kann. Die muss man meistens erst ausziehen, um sein Handy zu bedienen. Hiermit hatte ich jetzt zumindest mit einigen Garten- und Spülhandschuhen, die ich hier ausprobiert habe, tatsächlich keine Probleme, wie ihr sehen könnt. Das ist überraschend und macht Spaß. So lässt sich das Telefon dann tatsächlich auch da im praktischen Einsatz auf der Baustelle oder irgendwo bedienen, wo es hingehört als Outdoor-Smartphone aus der GX-Reihe. Und als Outdoor-Smartphone haben wir außerdem auch noch einen extra lauten Lautsprecher hier unten verbaut. Leider nur ein Mono-Lautsprecher, hier oben auf der anderen Seite haben wir nichts. Ist aber auch zumindest besser als irgendwelche gefakten Lautsprechergitter. Ein Mono-Lautsprecher mit bis zu 110 Dezibel Lautstärke. Wird dann natürlich auch irgendwann unangenehm, wenn man den Lautsprecher so laut stellt. Da würde man insbesondere zum Beispiel im Bauumfeld irgendwo dann wahrscheinlich eher seinen Bluetooth-Lautsprecher, sein Makita-Baustellenradio oder irgendwas mit verbinden. Ansonsten ist das Telefon auf jeden Fall alltagstauglich, kann man sagen. Die raue Oberfläche hier auf der Rückseite, die wirkt robust und schützt das Ganze natürlich gegen Verkratzen, aber auch gegen Wegrutschen auf zu glatten Oberflächen. Außerdem hat man damit ein bisschen mehr Grip, wenn man das in den vielleicht feuchten oder dreckigen Händen hält. Und ja, für den Alltag, deswegen halte ich es gerade nochmal umgedreht, ist natürlich auch das Kamerasystem von ziemlich großer Bedeutung.
Und da hat Gigaset jetzt zumindest in dieser hohen Preisklasse von deutlich über 500 €, die wir hier haben, diesmal auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Ich war bei den letzten Mittelklasse-Modellen von Gigaset, das GS6, glaube ich, war es, oder das GS5, der Vorgänger, also die normale Smartphone-Reihe von Gigaset. Da war ich tatsächlich von den Kameras nicht sehr überzeugt. Die haben insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen immer noch deutlich schlechtere Ergebnisse abgeliefert als zum Beispiel ein Redmi Note 10 Pro von Xiaomi, welches mittlerweile 3 oder 3,5 Jahre locker auf dem Buckel hat. Mit der 50-Megapixel-Hauptkamera, welche durch die 2-Megapixel-Makrokamera hier unterstützt wird, sieht das bei dem GX6 auf jeden Fall deutlich besser aus. Auf die vollen 50 Megapixel eingestellt in den Kameraeinstellungen kommt man hier auf jeden Fall sowohl bei Tageslicht als auch bei Lowlight-Umgebung auf akzeptable und zum Teil auch wirklich schöne Ergebnisse. Blende euch mal hier gerade ein paar Beispiele ein. Man hat natürlich nicht, wie bei Xiaomi zum Beispiel, bei den Redmi-Smartphones noch diese digitale Nachbearbeitung in der hauseigenen App. Hier wird die Stock-Android-Kamera-App auch verwendet. Da wird von Gigaset, sage ich mal, softwaremäßig nichts nachoptimiert, wie das ja bei Premium-Herstellern, insbesondere wie Apple, Samsung, aber auch im Mittelklasse-Segment von chinesischen Herstellern wie Xiaomi zum Beispiel der Fall ist. Da haben die Gigaset-Smartphones also nach meinem Eindruck nach zumindest noch viel, viel Luft nach oben, um da noch was zu machen. Denn das meiste an Bildqualität kommt ja heutzutage tatsächlich aus der Software und nicht aus der verbauten Hardware hier hinten. Die ist, wie gesagt, mit einem 50-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera eigentlich sehr in Ordnung ausgefallen. Videos können wir mit der Rückkamera in bis zu 4K-Auflösung aufzeichnen. Ich habe euch hier das Ganze auf 1080p runterskaliert in meinen Beispielaufnahmen. Und ja, die Frontkamera hier vorne, die bietet 16 Megapixel. Die ist übrigens direkt ins Display eingelassen, was persönlich ja nicht so mein Favorit ist, muss ich sagen. Zumal wir hier den Fall haben, dass zumindest bei der Darstellung von weißen Flächen das Ganze so ein bisschen abgedunkelt ist im Umfeld der Kameralinse da. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video erkennen kann. Ich habe das mal versucht für euch ein bisschen aufzunehmen. Da ist so ein leichter Grauschleier um den Ring der Linse herum. Also wie gesagt, wenn man rein weiße Flächen da oben darstellt. Das kann für den Perfektionisten vielleicht ein bisschen nervig sein. Ja, oder natürlich auch für denjenigen, der hierfür 600 € ausgibt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Aber wie gesagt, ich finde, Gigaset hat hier trotzdem ganz ordentliche Arbeit geleistet, auch in dem Preissegment. Die Ausstattung ist zeitgemäß und sollte einen auf jeden Fall die nächsten Jahre durch den Alltag bringen können. 3,5 mm Klinkenstecker haben wir übrigens auch hier an der Unterseite noch klassisch mit dran gebaut. Das lassen ja tatsächlich viele Smartphones heutzutage weg. Und was auch viele Smartphones gerade im Mittelklassebereich weglassen, gut, hier sind wir schon fast im Oberklassebereich, ist eine Benachrichtigungs-LED. Auch die haben wir hier einstellbar. Kann pulsieren, blinken, dauerhaft leuchten, beim Akkuladen leuchten. Und ja, das ist für mich persönlich immer ein relativ wichtiges Feature, sodass ich auch aus der Ferne schon erkennen kann, ob ich irgendeine Benachrichtigung bekommen habe. Sparen sich auch tatsächlich viele Mittelklasse-Modelle heute leider eher weg. Im Großen und Ganzen als solides Outdoor-Smartphone, zum Beispiel auf der Baustelle oder in anderen rauen Umgebungen, ist das Ganze auf jeden Fall tauglich. Den Wassertest hat es auch bestanden, auch wenn ich es diesmal nicht in den Swimmingpool geschmissen habe. Es kann zwar laut Gigaset tauchen, zumindest für bis zu 30 Minuten, glaube ich, in geringen Tiefen, sprich also in einem kleinen Swimmingpool. Das ist aber immer so ein Hardcore-Test, den ich zwar in der Vergangenheit mit Outdoor-Smartphones durchgeführt habe, da auch schon zum Teil negative Erfahrungen gemacht habe, nicht bei Gigaset, aber bei anderen fernöstlichen Herstellern. Die Videos dazu findet ihr natürlich auf meinem Kanal in der Smartphone-Playliste, falls euch das interessiert. Nichtsdestotrotz reicht hier, denke ich mal, als Test der eher alltagstaugliche Vergleich hier mit der Gartenschlauchbesprenkelung, wie ich den hier durchgeführt habe. Und das kann dem GX6 absolut nichts anhaben. Runterfallen lassen habe ich es jetzt auch nicht, dafür war es mir wirklich zu schade. Aber der MIL STD 810H Standard sollte auch in dem Fall dafür sorgen, dass das Telefon am Leben bleibt. In diesem Sinne würde ich sagen, schließe ich das Video. Hoffe, das hat euch soweit ein bisschen weitergeholfen als Erstinformation, als Ersteindruck zu Gigasets neuem Topmodell. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich über Feedback freuen, wie Bewertungen, Kommentare und Abos natürlich. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.